Bildung oder Gesundheit, das darf niemals eine Entscheidung sein. Eltern wissen selbst, was das Beste für ihre Kinder ist. Ja, schön wäre es. Bildungsminister Fassmann hat eine sehr interessante Strategie entwickelt, nämlich die Eltern werden schon wissen, was gut ist und was nicht gut ist. Schule auf, Schule zu, man weiß es nicht so genau, alle können sich es aussuchen, wie sie wollen. Aber ganz so ist es ja nicht. Denn diese Strategie, die Fassmann hier fährt, ist nichts anderes als Individualisierung. Individualisierung mitten in einer Pandemie. Das heißt, es liegt an den einzelnen Eltern zu wissen, was jetzt der richtige Schritt ist. Und Eltern wissen in der Regel immer, was das Beste für ihr Kind ist. Aber wie sollen Eltern wissen, was in einer Pandemie gerade das Beste für ihre Kinder sind? Sie sind keine Virologinnen, sie sind keine Epidemiologinnen, sie sind keine Ministerinnen und sie sind nicht in der Regierung. Wie sollen sie den Gesamtüberblick über alles haben? Denn alle Eltern, bis auf ein paar Ausnahmen, über die wir nicht reden, alle Eltern wollen zwei Dinge für ihre Kinder. Sie wollen, dass ihre Kinder gesund sind und gesund bleiben. Und zweitens, sie wollen die beste Bildung für ihre Kinder. Und in welcher Gesellschaft leben wir, dass diese zwei Dinge zu einem Widerspruch geworden sind? Entweder die Kinder gehen in die Schule und stecken sich früher oder später an, oder die Kinder bleiben daheim, haben keinen Digitalunterricht und es liegt an den Ressourcen der Eltern, ob ihnen ein gleichwertiger Unterricht geboten wird oder nicht. Manchmal sind die Dinge so, wie sie sind und man muss darauf reagieren. Und wie sollen Eltern das machen? Denn Ressourcen sind nicht gleich verteilt. Es macht einen Unterschied, wie groß die Wohnung oder gar das Haus ist, in dem ich wohne. Es macht einen Unterschied, ob die Eltern selbst schon eine höhere Schule, ein Gymnasium oder gar eine Universität besucht haben. Es macht einen Unterschied, ob Eltern sich freinehmen können, ob das Geld da ist oder ob es ein familiäres Netzwerk gibt oder ob man Babysitter einspringen können. Was macht einen Unterschied? Und am Ende ist es so, dass die Eltern, die die Ressourcen haben, sich umfassend zu informieren, die Eltern, die Ressourcen daheim haben, die eine große Wohnung, ein großes Haus haben, die Eltern, die ein Netzwerk haben, die können wirklich für ihre Kinder frei entscheiden. Alle anderen können das nicht. Sie haben keine Wahl. Sie müssen ihre Kinder in die Schule schicken. Sie müssen sich entscheiden zwischen Gesundheit und Bildung. Und dass es zu dieser Entscheidung gekommen ist, ist ein Armutszeugnis, ist eine komplette Bankrotterklärung dieser Regierung.